Anfang Januar hatte ich die Möglichkeit gehabt, mir die Insel St. Barth mit seinem echt speziellen Flughafen anzuschauen. Das war so eine krasse Erfahrung, die ich dort machen konnte und zuvor noch nie wirklich erlebt habe. Ich habe mich entschlossen, diese Erinnerung mit euch zu teilen. Willkommen zu diesem St. Barth Video. Doch zuallererst müssen wir ganz nach hinten, wo alles angefangen hat. Unsere erste Zwischenlandung war in New York, wo wir eine Nacht dort verbracht haben. Angekommen in St. Martin, unserem Hauptziel, haben wir unsere Sachen im Airbnb gelassen und sind sofort zum bekannten Mahou Beach gegangen, wo wir uns schon mal unseren ersten Eindruck machen konnten von der Insel. Ohne Scheiß, St. Martin ist einer der schönsten Inseln, wovon man eigentlich nie genug bekommen kann. Vor allem die Sonnenuntergänge einfach nur. Der Flughafen war direkt neben dem Strand und man hatte einfach immer einen Blick gehabt auf die ganzen Flugzeuge, die gerade starten. Am nächsten Morgen ging es zum gefühlt kleinsten Flughafen, den ich echt so bis jetzt gesehen habe. Und naja, und von dort aus flogen wir circa auf die 30 Kilometer entfernte Nachbarinsel St. Barth. Und dieser Flug war einfach nur wirklich das beste Erlebnis an diesem Tag für mich. Aber seht selbst. Gelandet auf einer der gefährlichsten Flughäfen, haben wir uns erstmal auf den Weg gemacht, uns den Flughafen von außen anzuschauen, wo wir halt auch gelandet sind. Einfach nur krass dieses Erlebnis, wie Flugzeuge direkt über deinem Kopf landen. Ganz ehrlich, ich glaube, sowas gibt es halt echt nur hier. Doch bevor wir uns weiter mit den Flugzeugen beschäftigen, besuchen wir am gleichen Tag noch die Stadt Gustavia. Eine Stadt, wo halt echt nur reiche Menschen leben. Aber ganz ehrlich, hat mir echt wirklich gefallen. Vor allem mit den roten Dächern. Doch zurück am Flughafen haben wir uns wieder mit dem Highlight der Insel beschäftigt. Nämlich die Flugzeuge oder auch manchmal einfach die Helikopter, die wenige Meter über unsere Köpfe gelandet sind. Ganz ehrlich, sowas sieht man halt echt nicht alle Tage. Es fängt an, es regnet. Nach der kurzen Pause am Flughafen vor dem starken Regen, der plötzlich gekommen ist, sind wir zum Strand gelaufen und von dort aus haben wir uns weitere Flugzeuge beim Landen als auch beim Starten angeschaut. Natürlich haben wir aber auch ein paar Bilder von dort gemacht. Bei der einen Landung habe ich mich halt echt schon fast erschrocken, weil dieses Flugzeug einfach gefühlt gegen uns geflogen ist. Sogar tiefer als erwartet. Naja, und dann kam halt dieses Bild dabei raus. Einfach nur krass. Der Zurückflug, der noch am gleichen Tag folgte, war wiederum noch echt ein schöner Abschluss des heutigen Tages gewesen.
Und ob ich auf die Insel irgendwann wieder kommen möchte? Auf jeden Fall. Wirklich, St. Martin oder St. Barth, einer der schönsten Inseln, hat mich sehr gefreut.